Hallo und herzlich willkommen bei Kids Kreativ. Ich bin Mirjam. Und ich bin Michaela. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Was machen wir denn heute? Heute machen wir Kohlendioxid. Was? Kohlendioxid. Hört sich schwierig an, ist aber ganz einfach. Okay, was ist das denn? Also, Kohlendioxid ist ein Gas. Vielleicht kennt ihr die blubbernden Blasen in eurer Limonade. Ach so. Da ist Kohlendioxid was ziemlich Gutes. Kohlendioxid entsteht aber auch immer dann, wenn wir etwas verbrennen. Zum Beispiel Holz im Kamin oder Öl im Heizofen. Und dann ist es manchmal nicht so toll. Denn dann kann es wirklich auch mit dem sogenannten Treibhauseffekt unsere Umwelt ganz schön schädigen. Oh, das ist aber nicht so schön. Das ist nicht so schön. Mhm. Aber heute in unserem Experiment stellen wir fest, dass das gleiche Kohlendioxid, was beim Verbrennen entsteht, sogar diese Flamme löschen kann. Ach echt? Mhm. Cool. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, lass uns das mal machen. Was brauchen wir dafür? Ihr braucht die Sachen, die ihr in eurer Experimentiertüte findet. Und das wäre... Das ist Backpulver. Dann haben wir in der Experimentiertüte eine Trinkflasche. Die könnt ihr natürlich vorher austrinken oder solltet das sogar auch. Essig habt ihr nicht in der Experimentiertüte, aber bestimmt zu Hause. Dann haben wir diese kleinen Tütchen hier in der Tüte drin. Die müsst ihr unten nochmal abschneiden. Dann ergibt das einen solchen Trichter, den wir gleich benötigen. Und natürlich habt ihr auch ein Teelicht in eurer Experimentiertüte. Dabei ist ganz wichtig, dass ihr dieses Teelicht gleich anzündet und auf eine feuerfeste Unterlage stellt. Und bittet vielleicht eure Eltern, dass sie euch beim Experiment Gesellschaft leisten. Macht es besser nicht alleine. Genau. Und wie geht das Ganze jetzt? Also folgendermaßen. Flasche Kohlendioxid. Aber ob es auch unsere Flamme löschen kann, ich bin gespannt. Ja, Wahnsinn, klappt ja wirklich. Cool. Perfekt. Das ist ja ein Ding. Wie fast jedes Ding hat Kohlendioxid auch zwei Seiten, gute und schlechte. Damit kann ich also Feuer löschen. Damit könntest du ein kleines Feuer sicherlich löschen. Prima. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.